Ja, was machen eigentlich die beiden Völkchen hier in den Nini Plus Beuten? Das sind ja zwei Ligustica-Königin, original aus Dänemark. Die dritte, die steht da nebenan. Hier schauen wir gerne mal rein. Ich möchte nämlich eine kleine Sache durchführen, nämlich das Absperrgitter rausnehmen. Das hat jetzt keinen Sinn mehr außerhalb der Schwarmzeit. Nach der Schwarmzeit machen Absperrgitter eigentlich keinen Sinn mehr. Außerdem finde ich nach meinen diesjährigen Erfahrungen das erste Mal Absperrgitter im Nini Plus ist eine zweizagige Brutraumgröße mir doch ein bisschen zu klein. Wenn ich nächstes Jahr wieder Absperrgitter verwende, dann über der dritten Brutzage und nicht mehr über der zweiten. So, da schauen wir jetzt mal rein. Viel Spaß bei diesem Video. So, und da die Imkerpfeife schon läuft, können wir die auch gleich verwenden. Die Völker, die bekommen alle derzeit ein bisschen Futter, ein bisschen Honigwasser hier aus überschüssigen Honigwaben. Darum werde ich erstmal die oberen Zagen vorsichtig beiseite stellen und waagerecht abstellen, denn damit da kein Futter ausläuft. So, dann haben wir das Absperrgitter gleich mit erwischt. Okay. Und dann schauen wir auch hier mal ganz kurz rein. Wie gesagt, Volk geschiedet auf zwei Zagen. Das erscheint mir doch ein bisschen sehr wenig. Und ja. Das ist die quietschgelbe Ligustica hier. Gerade dieses Volk, das gefällt mir sehr gut. Von der Genetik her eine richtig schöne gelbe Biene. Ja. Hier nochmal die Wabe. Einfach nur schön. Tolle Bienen. Königin ist das hier Gott sei Dank nicht mehr drauf. Volk ist aber vollkommen in Ordnung. Sehr schön. Ja, viele schlüpfende Bienen überall, Brut auch in allen Stadien. Das gefällt mir gut. Das Volk, das ist jetzt erst am sich entwickeln. Na, eine Wabe können wir noch ziehen. So muss das sein. Denn die Bienen, die leben hier im Überfluss, vor allem Wärme. Da ist auch die Königin. Wollen wir die ziehen? Da ist die Mutter, kann man sie sehen, ja, ihr könnt sie sehen, schön, ein schönes Tier, richtig schön. So, die lassen wir jetzt wieder schön ins Volk rein, am besten einlaufen lassen hier in die Wabengasse. Ein bisschen pusten, ja, da ist sie in der Wabengasse, sehr schön. Ansonsten ein wunderschönes Brutnest. So tief wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ziehen, die Waben hier, aber alles in bester Ordnung. Dann wollen wir das Volk wieder zusammenbasteln. Diesmal allerdings jetzt auch dann ohne Absperrgitter. So, nochmal zur Sicherheit. Jo, die Königin ist verschwunden in der Dunkelheit des Volkes hier. Sehr schön. So muss das sein. Genau. Okay. So, das Absperrgitter kommt weg und dann kommt das andere wieder drauf. Ganz einfach. So. Okay. Und kurz drunter gucken. Ja, alles gut. Ein bisschen schwer wegen des aufgesetzten Futters. Alles klar. Sehr schön. Das gleiche machen wir beim anderen Volk auch. Alles in bester Ordnung hier. So, was ist mir eben aufgefallen? Da ist eins der Riemchen ein bisschen auseinandergegangen hier, kann man das sehen?
Das ist aber nicht so schlimm. Das sind dann natürlich alte Riemchen, ne? Schöner junger Rabenbau. Alte Riemchen. Aber schaut mal, wie schön hell das der Rabenbau ist hier. Gut, die haben hier aber auch schon viel Futter drin im Brutnestbereich. Dann wird auch mit der Fütterung hier bald ein bisschen sparsamer. Genau. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Auch hier ganz vorsichtig natürlich, um keine Bienen zu quetschen. Genau. Ja, sehr schön. Auch ein schönes Brutnest. Wird derzeit aber ein bisschen von Futter eingeengt hier. Ja, schöne Ligustikabine, Königin nicht zu sehen. Die wird ein bisschen runtergedrückt durch das Futter. Das ist aber auch völlig okay. Die haben dann auch, aber auch genug Futter hier. Genau. So, dann setze ich die Zargen wieder auf, die sich über dem Absperrgitter befanden, aber jetzt das Absperrgitter lassen wir jetzt natürlich weg. Ohne Absperrgitter einfach wieder rauf. Und dann schauen wir uns mal die Wabe an mit dem kaputten Riemchen hier. Was ist kaputtes Riemchen? Das ist einfach nur aus der Fassung, aus dem Seitenträger rausgerutscht hier. Sehr schön. So sieht das aus. Tja, schwarzes Riemchen. So wie die Bienen es lieben, je älter, desto besser. Mit frisch ausgebauter Wabe hier. Und da wird die Königin dann relativ schnell auch die Waben in Beschlag nehmen, um sie zu bebrüten. Ja, ich weiß ja, die Zarge, die wurde relativ kurzfristig noch eingehängt hier, weil das gab dann doch Platzprobleme. Ja, hellweißer Wabenbau. Genau, sehr schön. Alles Anfangsstreifen, die Bienen, die bauen dann Naturbau natürlich. Gut, sehr schön. Okay, dann kommt das andere auch wieder drauf und dann war es das. Okay, noch ein Blick kurz drunter, ja, alles gut. Und einmal schön rauf, fertig. Ohne Absperrgitter gefällt mir das auch besser hier. So, meine Lieben, das stärkste Mini-Plus-Volk hier mit der Ligustica. Das war ja zunächst ein Königin-Ableger. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Da gucken wir nochmal ganz kurz rein hier. Der hat ja kein Absperrgitter, aber sitzt trotzdem schon wieder auf 5 Zargen. 1, 2, 3, 4, 5 plus Futterzarge. Genau, das schauen wir uns genauer an. So, auch dieses Volk bekommt Futter, aber hat kein Absperrgitter. Da reicht das schon, wenn wir in die zweitoberste Zarge gucken. Wo ist mein Stockmeißel? Okay, da ist er. So, das sieht schon richtig nach Brut aus hier, richtig schön Brut. So. Zwischendurch hatte ich die Befürchtung, dass dieser Ableger noch mal schwarmlustig wird. Aber dem war nicht mehr so, oder? Ja, das sind zwar Spielnäpfchen, ups, da kleckert auch der Nektar. Ja, auch eine schöne Biene. Auch viel Nektar hier oben im oberen Teil. Genau, das ist jetzt auch der Futter, der hier eingelagert wird natürlich. Auch eine wunderschöne Biene. Ja, richtig toll. Königin ist ja immer leicht zu erkennen. Nach Schwarmstimmung sieht das hier aber nicht aus. Wir können noch mal eine weitere Wabe ziehen. Genau. Ja. Auch hier eine schöne verdeckelte Brutwabe der Ligustica. Guck mal, wie ruhig diese Biene ist hier.
Eine richtig tolle Biene. Tja. So, dann nehmen wir noch eine. Sehr schön. Ja, so muss das sein. Natürliche Bienenhaltung hier. Wunderschön. Okay, Königin nicht zu sehen, aber viel offene Brut auch. Brut in allen Stadien. Ja. Sehr schön. Das Volk ist voller Brut. Dann basteln wir das mal wieder schön zusammen. Die schwarmträge und sanftmütige Ligustica hier. Gut. Okay, dann heißt das wieder zusammenbasteln. Auch dieses Volk bekommt Futter, sehr schön. Oh, ja, die obere Zarge ist auch schwer halt. Da müssen wir noch mal ein bisschen Rauch geben. Gut. Gut. Ja, für so kleinere Arbeiten, da eignet sich dann auch die Imkerpfeife des Heideimkers hier. Ja, die Durchsicht der Mini-Plus-Folge hat nur Positives ergeben hier, würde ich fast sagen. Ich habe bei den anderen beiden kleineren die Absperrgitter rausgenommen, sodass sie sich völlig frei entwickeln können hier, gemäß ihrer natürlichen Vorgabe. Ist ja auch wichtig. Wir nähern uns nämlich dem 21. Juni, das ist hier Mittsommernacht, die kürzeste Nacht des Jahres. Danach werden die Tage wieder kürzer, das merken auch die Bienen. Und wir sollten jetzt schon an die Einwinterung unserer Bienen denken, denn die Natur, die bereitet sich hier langsam auf den Winter vor. Die Bienen, die sind schon längere Zeit in einer Abwärtsspirale, erst recht hier im Norden. Wir haben seit 15. Mai absolute Trachtlosigkeit, da ist gar nichts an Tracht gewesen. Das sind immerhin 6 Wochen jetzt, knappe 6 Wochen. Und den Bruthöhepunkt, den haben wir schon längst hinter uns. Wann hatten wir Bruthöhepunkt? Ja, das muss zu Anfang Mitte Mai gewesen sein. Da waren wir auf der Spitze der Volksentwicklung des Brutumfanges hier. Das ist aber schon lange, lange vorbei. So, meine Lieben, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei nordbiene.de. Tschüss.